Liebe Zuschauer, am Sonnabend hatte ich Ihnen einen Lügen-Tsunami der Altparteien und des geballten Mainstreams, der den Vorfall in Halle zum Anlass nimmt, einen ganz besonderen neuen Nazi-Spezialtypus, der aus Frust, weil er keine Juden erschießen konnte, einfach mal zwei Bio-Deutsche ermordet hatte, angekündigt. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen montierte auch gleich noch eine Passage des Gaming-Channels DreamHacks dazu und brachte so vollkommen Unbeteiligte in Verruf. Ja, Sie haben richtig gehört. Ich habe eingangs den Begriff Vorfall verwendet, um die Absurdität der herrschenden Politik, die nach ihrem politischen Gusto mal von Vorfall, wie in Limburg, oder Terroranschlag, wie in Halle spricht. Auch was die Opferwürdigung angeht, lässt man sich gern einmal etwas Zeit. So etwa ein Jahr, wenn es politisch in den Kram passt, wie Frau Merkel es beim Terroranschlag am Breitscheidplatz ungeniert der Weltöffentlichkeit vorgeführt hat. Nur Menschen, die noch denken lassen, können dies übersehen und dieser Doppelzüngigkeit auf den Leim gehen. Natürlich ist die AfD, vor allen Dingen Herr Höcke, an allem schuld. Das Spektrum reicht von geistiger Brandstiftung bis zum Rechtsterrorismus. Alles natürlich rein zufällig vor der Landtagswahl in Thüringen, wo der sogenannte Staatsfeind Nummer 1 sich gerade anschickt, für die AfD ein brillantes Wahlergebnis einzufahren. Genau das hatte ich Ihnen angekündigt, trotz der für jeden erkennbaren Tatsache, dass es sich in Halle um einen gemeingefährlichen Irren handelt, der nichts mit Politik, Nazi oder sonst etwas zu tun hat. Er konnte den Nazi noch nicht einmal überzeugend spielen. Abgesehen davon, dass besonders seit 2015 militante Antisemiten in Scharen unkontrolliert bei uns einreisen durften und nach wie vor noch dürfen, könnte es sein, dass heute die mehr als 50 von sogenannten Schutzsuchenden, Flüchtlingen, Migranten oder Asylbewerbern ermordeten Menschen noch leben würden, die Andrea Zürcher, Mitglied des Konstanzer AfD-Kreisvorstandes, auf einer Liste des Schreckens mit 50 Einzelfällen für die Zeit von 2015 bis 2019 zusammengetragen hat, wenn sich die Kanzlerin an unser Grundgesetz gehalten hätte? Und hierbei sind nur die medienträchtigsten Fälle dokumentiert. Wir reden von über 50 Menschen. Könnte es sein, dass der Inlandsgeheimdienst nur jene als Verfassungsfeinde ausmacht, die demokratischen Abstimmungen im Wege stehen? Könnte es sein, dass der Verfassungsschutz selbst schon rechtswidrig und undemokratisch arbeitet, wie der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Hartwig kürzlich in einem Referat feststellte? Erinnert das nicht fatal an die Nazi-Zeit, wo Recht war, was den Nazis nützte, liebe Zuschauer? Wer also sind die neuen Nazis?